Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron und damit herzlich willkommen zu einem neuen Bröckchen-Vlog. Den haben wir lange nicht mehr gemacht auf diesem Kanal hier. Einige Leute haben mich im Urlaub auch gefragt, kommt er nochmal? Und ich habe mir gedacht, ja, im September könnte ich die Kamera mal wieder in die Hand nehmen und loslegen, weil vorher ist nicht wirklich viel Spannendes passiert. Aber der September ist rappelvoll. Der ganze Herbst ist voll mit Podcast-Folgen, mit Podcast-Gästen, die zugestimmt haben und die Gast sein werden. Das ist sehr schön. Ich glaube, da kann ich dich mitnehmen. Der Bröckchen-Vlog war immer so eine Art Dokumentation hinter die Kulissen von Ich und mein Kron. Ich kann da so ein bisschen meine persönliche Reise mit Morbus Kron auch reinnehmen und kann dich an meinen Gedanken zu bestimmten Themen teilhaben lassen und sie mit dir teilen. Also lehn dich zurück, hol dir ein Kaltgetränk, ein Heißgetränk deiner Wahl, mach es dir bequem und ja, wir starten mal wieder mit dem Bröckchen-Vlog des Monats September. So, es ist überraschenderweise 26 Grad geworden draußen. Es ist echt interessant, schön warm. Ich will am liebsten raus. Aber ich muss jetzt erstmal noch eine Podcast-Folge schneiden, denn die Sommerpause für den Podcast, die endet jetzt. Ich habe am Freitag mit Dr. Med Florian Frank eine Podcast-Folge aufgenommen. Der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich After Hour, die Sprechstunde beim Proktologen. Und wir haben über eine Stunde darüber gesprochen, worauf es ankommt, wenn du CED hast, welche wichtigen proktologischen Symptome, Alarmsymptome sein können und warum es eigentlich wirklich wichtig ist, dass du ein informierter Patient wirst. Wahnsinnig spannendes Gespräch, hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben knapp über eine Stunde gesprochen. Ich muss gucken, ob ich da ein bisschen was rauskürze oder ob ich das einfach so lasse, weil vom Inhalt her war es schon wirklich sehr, sehr gut. Überraschend war, dass er mir eine Frage gestellt hat. Das fand ich sehr interessant. Naja, zwei Fragen sogar gestellt. Da muss ich auch gucken, ob ich die drin lasse, aber ich glaube schon, warum eigentlich nicht? Ja, aber draußen ist sommerlich. Ich wäre gerne auch ein bisschen draußen gerade. Aber gut, es geht nicht anders. Ich schneide das jetzt. Aber vorher hole ich mir noch einen Kaffee, denn ohne Kaffee geht hier gar nichts. Also, erstmal Kaffee, dann legen wir los. Und dann muss auch heute noch das Auto abgeholt werden. Das macht die Frau, Gott sei Dank. Damit habe ich heute mal nichts zu tun. Es ist ganz gut. Also das Zeitpensum ist mittlerweile wirklich mehr geworden. Ach so, apropos Zeitpensum. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir die Veröffentlichungstaktung beibehalten auf alle 14 Tage eine neue Podcast-Folge. Das hat mir so viel mehr Freiheit gegeben für Recherche, für Gäste einladen, für Planung und allem drum und dran. Ich habe dadurch viel mehr Freiheit gewonnen und deswegen bleiben wir auch nach der Sommerpause dabei, dass wir alle 14 Tage eine Podcast-Folge online stellen. Ich glaube, das reicht und vor allem bei der Masse an Podcast-Folgen, die schon da ist und die auch frei zugänglich ist, da sollte das reichen, alle 14 Tage und die Qualität verbessert sich dadurch, auf jeden Fall. So, und jetzt erstmal einen Kaffee, denn ohne Kaffee geht hier irgendwie gar nichts. Also, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag und ich bin aufgewacht mit so einer komischen Stimme. Freizeitpark lässt grüßen und das Wetter die letzten Tage war ziemlich kalt. Jetzt ist es wieder warm. Es gibt sein Übliches irgendwie. Furchtbar. Ich bin aber auch aufgewacht mit der Freigabe der Podcast-Folge. Darauf freue ich mich jetzt sehr. Denn das heißt, ich kann weitermachen. Freitag soll die Podcast-Folge online gehen. Ich kann heute das Ganze nach meinem üblichen Job hochladen und kann das Ganze bearbeiten, Texte schreiben, Blogartikel dazu schreiben. Freitag soll eine neue Ausgabe des Schublöcher-Magazins erscheinen und da werde ich das natürlich auch mit reinnehmen. Du merkst, es hängt eine ganze Menge dran. Diese Woche habe ich auf jeden Fall noch eine Folge, die nehmen wir abends auf. Das mache ich eigentlich immer nur sehr ungerne, aber naja, man richtet sich nach den Gästen und naja, manchmal geht es halt nur abends, ne? Und deswegen werden wir spät abends aufnehmen für mich. Ich hoffe, bis dahin habe ich eine bessere Stimme. Das wäre sehr schön. Ja, ansonsten gibt es eine Menge zu tun heute. Da werde ich heute ein bisschen reinhauen. Aber jetzt erstmal einen Kaffee, damit diese Stimme geölt wird, Mensch. Nächsten
ersten Tag. Meine Stimme hört sich immer noch belegt an. Es kann sein, dass ich zwischendurch huste, dann werde ich einfach schneiden. Ich habe mir gedacht, ich setze mich mal hier hin und wir quatschen ein bisschen, denn ich habe gestern schon angekündigt, wir reden heute mal übers Coaching. Und ich habe in den letzten Monaten immer mal wieder durchblicken lassen, dass mich die ganze Diskussion um Coachings, die negativ belegt sind und aufdeckungsmäßig laufen, dass mir das richtig auf den Wecker geht. Ich habe da mal eine Podcast-Folge zu gemacht, wo ich darüber geredet habe, dass ich nicht mit meiner Berufserfahrung mit allen anderen in einen Topf geworfen werden möchte. Und ich finde auch, dass viele seriöse Coaches sollten sich dagegen stellen, gegen dieses öffentliche, oh, Coaching ist schlecht. Nein, Coaching ist nicht schlecht. Coaching-Methoden sind nicht schlecht. Was schlecht ist, ist meistens, oder was Scam ist, ist meistens das Marketing drumherum. Und die Art und Weise, wie man das Ganze propagiert und durchzieht, um eine Gewinnmaximierung zu haben. Ich habe mal rausgehauen, dass beim Coaching profitierst vor allem erstmal du und nicht nur ich. Dann läuft schon was falsch. Und darum soll es jetzt gar nicht großartig gehen. Ich wollte nur ganz gerne mal sagen, weil ich auch vor ein paar Monaten mal gesagt habe, dass ich nicht unbedingt dafür bin, dass jeder, der ein Coaching anbietet, auch wirklich eine Ausbildung in dem Bereich braucht. Ich habe Sozialarbeit studiert, habe seit 2006 direkt im Studium, vor 2005 noch im Studium, habe ich schon angefangen mit dem Coaching und mit der Beratung, habe quasi im Studium schon angefangen, in die Praxis zu gehen. Mir war immer ganz, ganz wichtig, ich will Praxiserfahrung haben. Dann habe ich jahrelang als Sozialarbeiter gearbeitet in der Beratung, in der individuellen Einzelfallberatung und habe dann für mich irgendwann entschieden, ich möchte gerne noch individueller und noch tiefer in die jeweilige Lebenssituation eintauchen mit den Leuten, die an meinem Schreibtisch sitzen, weil es einfach fachlich auch darum ging, dass die Leute in Arbeit sollten und wir mussten da ganz, ganz viel erstmal an Struktur neu aufbauen. Und da habe ich gesagt, ich brauche da so eine Weiterbildung. Und da habe ich mit meinem Arbeitgeber damals gesprochen und wir haben uns die Weiterbildung geteilt. Und ich habe das über so einen Bildungsgutschein hier in NRW damals gemacht. Und das war cool. Ich habe dann systemisches Coaching gelernt. Das ging damals lange. Ich glaube, 1,5 Jahre oder so habe ich das gemacht. Und also einmal eine Woche als Blog und dann musste ich da über einem Jahr, glaube ich, hin. Das ist schon wieder so lange her. Ich hatte einen super tollen Ausbilder. Damals gab es noch nicht so dieses lass dich zertifizieren und so. Das gab es erst, als so die ersten Scam-Sachen aufkamen. Da haben wir es wieder alle in einen Topf. Ich habe es damals als Weiterbildung gesehen. Ich war immer der Praxismensch. Ich wollte das, was ich angewendet habe oder erlernt habe, dann in meine Praxis integrieren und mit den Leuten arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Und darf mich aber systemischer Coach nennen. Warum erzähle ich dir das jetzt? Kann ich dir sagen. Weil ich hatte nämlich tatsächlich immer wieder so auf Instagram und so gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn Leute coachen, die nicht ausgebildet sind. Habe ich auch nicht, weil wenn man das mal durchspielt, dass nur noch Leute, die eine Ausbildung haben, coachen dürfen, dann wird es ein bisschen schwierig, weil dann haben wir kaum noch Erfahrung im Markt. Und wir brauchen mehr Coaches auf dem Markt und nicht unbedingt weniger, aber wir brauchen gute Coaches auf dem Markt. Und jetzt möchte ich ganz gerne mich selber ein bisschen in Frage stellen, denn ich hatte tatsächlich in den letzten 2 Wochen 2 Situationen im Coaching, wo ich mich im Anschluss gefragt habe, ob ich das so stehen lassen kann, wie ich das bis jetzt gesagt habe. Denn tatsächlich hatten wir im Coaching Situationen, die aus dem Nichts heraus beim Gegenüber etwas ausgelöst haben, das in einen Weinkrampf rübergegangen ist und wo es an mir lag, diese Situation, die aus dem Nichts kam, die hat sich nicht angekündigt, die war einfach im Gespräch da und musste dann aufgefangen und aufgelöst werden und begleitet werden und auch wieder gut zu Ende gebracht werden. Und ich kann das mittlerweile sehr, sehr gut. Das ist mein Alltagsgeschäft. Wenn ich eine Sache kann in meinem Leben, dann ist das Coachen. Das sage ich völlig selbstbewusst. Aber ich habe mich
danach auch wirklich gefragt, also nachdem das Ganze dann vorbei war, in beiden Fällen, beim zweiten Mal habe ich wirklich gedacht so, was ist denn gerade los da draußen? Und habe mich dann aber immer in die Reflexion begeben, habe die ganze Situation für mich nochmal durchgearbeitet und habe mich dann wirklich gefragt, wie wäre es jetzt gewesen, wenn ich nicht meine Berufserfahrung gehabt hätte und auch nicht die Ausbildung gehabt hätte? Wie macht das jemand, der nur die Erfahrung mitbringt, dann Coaching anbietet und plötzlich hast du da jemanden, der so verzweifelt ist, keinen Ausweg mehr sieht, wo dann plötzlich die Dämme sich brechen, weil er es einsieht. Und daraus kann ja dann wieder was Neues entstehen. Aber wie bringst du das denn ohne Ausbildung dahin? Kann man mir folgen? Ich hätte nicht gewusst, wie ich dahin komme ohne Ausbildung. Mit Ausbildung war das nicht so das Problem. Mittlerweile bin ich geübt, was solche Sachen angeht. Aber wie hätte ich das gemacht ohne Studium, ohne Berufsausbildung seit 2006 und ohne Ausbildung? Das heißt ja, du machst einfach nach Bauchgefühl und ja, Bauchi-Bauchi-Gefühl. Ne? Und ab da frage ich mich wirklich, ob ich meine Aussage so aufrecht halten kann. Warum erzähle ich dir das jetzt? Weil ich immer gesagt habe, wenn du dir einen Coach auswählst, geh nach deinem Bauchgefühl. Schau nach, was bietet der Coach? Wie lange hat er das schon gemacht? Hat er eigene Erfahrung im CED-Bereich? Wie sieht die aus? Nur einfach schmerzfrei und beschwerdefrei? Weiß ich nicht. Bei mir kannst du zum Beispiel meine didaktischen Vorkenntnisse mitkaufen. Ich habe über 1000 Coaching-Gespräche gemacht in meinem Leben. Das kaufst du als Erfahrung mit. Du weißt also, dass du von der ersten Sekunde an bei mir hoffentlich gut aufgehoben bist. Aus meiner Sicht bist du das. Aber wie macht man das, wenn man keine Ausbildung hat? Wie löse ich solche Situationen auf, die aus dem Nichts entstehen? Wie mache ich das so, dass mein Gegenüber, der ja in meinem Fall auch nur online bei mir im Raum ist, da unbeschadet wieder rausgeht? Und ich habe ja diese WhatsApp-Begleitung. Wir machen ja dann die Sprachmemos, die man sich hin und her schickt. Ich begleite die Leute wirklich 24 Stunden, wenn sie wollen, durch den Alltag. Und da kann man dann eine Menge auffangen. Und das haben wir auch gemacht. Beide Fälle sind wahnsinnig gut aufgelöst. Und aus dem, was passiert ist, entsteht jetzt gerade wieder etwas Neues. Aber ich wüsste nicht, wie ich das hingekriegt hätte ohne Ausbildung und ohne Erfahrung. Und auch wirklich, ich war froh, dass mir so 2, 3 Methoden mittlerweile sofort einfallen. Weil wenn du die nicht kennst, das kann gefährlich sein. Und eine Sache ist auch ganz, ganz wichtig. Und die ist mir an der Stelle wirklich wichtig zu sagen. Als Coach hast du in manchen Situationen, wenn jemand so verletzlich ist, so viel Macht. Und ich weiß gar nicht, ob das immer jedem so bewusst ist, der an einem Coaching teilnimmt. Wenn du wollen würdest, könntest du Dinge in Richtungen lenken, die ja gar keiner möchte. Und ich finde es immer wichtig, wenn einem das bewusst wird. Und wenn man dann auch wirklich bewusst sich selber immer wieder hinterfragt, bin ich gerade in der neutralen Rolle? Bin ich zu neutral? Bin ich richtig neutral? Was mache ich hier gerade? Man muss sich sehr gut selber reflektieren können. Das möchte ich keinem absprechen, der nicht so eine Ausbildung hat. Aber wichtig ist, dass du für dich jetzt aus meinem kleinen Monolog rausnimmst. Achte darauf, wer bietet dir ein Coaching an? Was bringt diese Person mit? Einfach nur, ich bin schubfrei, ich bin medikamentenfrei. Reicht dir das wirklich für dein Leben und deine Situation? Du musst am meisten daraus profitieren. Reicht dir das? Frag dich das bitte. Und dann ist wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass dein Coach dich in eine Richtung bringt, dann muss das gar nicht bewusst auch sein. Es kann auch durchaus unbewusst sein. Aber wenn du, die das ja betrifft, oder den das ja betrifft, das Gefühl hast, ich werde in eine Richtung gelenkt, das ist jetzt gar nicht so meine Idee, dann sag das.
Ich wäre sehr dankbar als Coach, wenn man mir so etwas sagt. Ich reflektiere grundsätzlich jedes Coaching und halte das auch für wahnsinnig wichtig. Es gab auch schon mal Situationen, wo ich dann gesagt habe, ich muss mich mal korrigieren, lass uns bitte nochmal zusammensetzen. Und dann haben wir nochmal ein Gespräch gemacht und dann hatte ich nochmal neue Eindrücke und habe dann gesagt, entscheide du mal, welche der Versionen jetzt für dich auf dein Leben besser passt. Ganz wichtig, das Ziel eines Coachings ist immer, und das mögen viele Menschen nicht, weil man damit wenig Geld verdient. Das Ziel eines Coachings ist es, so schnell wie möglich den Coach nicht mehr zu benötigen. Verdienst du kein Geld mit, ne? Merkst du. Aber das ist so. Die Befähigung, Hilfe zur Selbsthilfe. Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe und so schnell wie möglich aus dem Coaching wieder raus. Und wer etwas anderes erzählt, hat die Ausbildung nicht gemacht, glaube ich. Das ist einfach so. Das war mir jetzt nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen. Coaches können sehr viel Macht haben. Coaches können in den jeweiligen Situationen auch ein bisschen gefärbt ablaufen. Wir können mal vielleicht im nächsten Bröckchen-Blog darüber reden, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Beratung und einem Coaching. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn euch das interessiert, hau das mal gerne in die Kommentare, wenn du selber Erfahrungen hast. Du musst keine Namen nennen. Ich werde auch niemals Namen nennen. Hau die unten mal gerne in die Kommentare und erzähl von deinen Coaching-Erfahrungen. Würde mich sehr interessieren und da lerne ich dann auch wieder von. Ja. So, das war mir wichtig. Nicht alle in einen Topf. Und ja, dieser Markt ist so merkwürdig manchmal. Ja, es ist Freitag, Nachmittag und ich werde jetzt gleich schon mal Sachen packen, denn trotz Erkältung, wir haben schon Karten geholt. Morgen geht es für uns ins Toverland mit Freunden nach Holland. Ich glaube nicht, dass ich mit meiner Erkältung tatsächlich morgen eine Achterbahn fahren werde, aber ich werde mir eine schöne Zeit dort machen. Lecker was essen, was trinken, da spazieren gehen. Ach komm, ich werde eh eine Achterbahn steigen. Aber das ist schon ganz, ganz wichtig. Gerade bei solchen Momenten, wie du sowas hast mit diesem, was ich gerade erzählt habe, mit dem Coaching. Ich habe mir im Urlaub vorgenommen, dass ich mehr für diese Balance zwischen Freizeit und Coaching und meinem Job. Es ist viel Job und ich möchte ganz gerne ein bisschen mehr Freizeit auch mit reinnehmen. Und da versuche ich gerade so ein bisschen die Balance hinzukriegen. Und deswegen morgen Toverland, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt gleich fahre ich zu meiner Nichte und zu meinem Neffen. Da hole ich mir auch noch mal ganz viel positive Kinderenergie ab. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, die sind auch erkältet. Das trifft sich gut. Wir können uns gar nicht mehr anstecken. Und da fahre ich jetzt hin. So, auf geht's. Ich bin tatsächlich nicht viel Achterbahn gefahren, genau genommen einmal. Ansonsten habe ich mich da hingesetzt, habe schön die ganze Zeit alles genossen und habe aber auch Jahreskarten geholt. Wir haben uns Jahreskarten geholt fürs Toverland, deswegen sind wir auch dahin gefahren, weil wir sie bestellt hatten und hatten das Datum schon festgelegt, zu dem wir die Karten abholen. Am Ende ist es so, du hörst es vielleicht, ich habe die letzte Woche, wir sind jetzt eine Woche später, ich habe eine Woche wirklich komplett flach gelegen. Die Erkältung hat mich komplett umgehauen. Ich hatte einen Husten die ganze Zeit, wo ich nicht mehr als zwei Sätze sagen konnte. Und es hat mich richtig rausgekickt, muss ich sagen. Und es hat mir auch tatsächlich nochmal eine kleine Warnung gegeben. Und deswegen nehme ich das jetzt auch mal hier so mit rein, dass ich mich mehr jetzt gerade für den anstehenden Herbst auch um mein Immunsystem kümmern muss. Ich finde, ich mache eigentlich schon eine Menge, aber offensichtlich hier und da die ein oder andere Stellschraube, die ich mir schon reflektiert habe. Ich weiß genau, wo es so ein bisschen hapert, da muss ich dran.
Und das werde ich jetzt auch tun in der nächsten Zeit. Guck mal, ich kann hier sprechen, ohne dass ich die ganze Zeit huste. Das andere, was jetzt gleich kommt, ist ein psychologisches Husten. Das. So. Ja, ich musste in der letzten Woche wahnsinnig viel absagen. Wir hatten in der letzten Woche eigentlich sehr viele Podcast-Aufnahmen für Ich und mein Kron. Und ich musste sehr viel absagen und verschieben. Und das tut mir immer so wahnsinnig leid. Aber ich sage dann auch immer, ich habe den Kram selber. Ne? Ich habe einfach den Kram selber. Und es ist einfach bei jeder Erkältung, ruft mittlerweile mein Körper so, hallo, hier, die nehme ich auch mit. Und ja, so, jetzt logge ich mich gleich bei meiner Arbeit ein. Ich habe ja den ganzen Vormittag dann jetzt meinen Hauptjob und dann werde ich mir einen kleinen Überblick verschaffen über meine Arbeit bei Ich und mein Kron. Diese Woche habe ich auf jeden Fall ein Erstgespräch fürs Coaching. Da freue ich mich drauf, das ist immer wahnsinnig schön. Ich mache jetzt kurz durchatmen und dann logge ich mich da vorne ein und mache den Rechner das erste Mal wieder an diese Woche. Mal gucken. So, mittlerweile haben wir ein paar Tage später. Ich habe mich durch diese ganze Woche hier geschleppt, sage ich dir. Ja, mein Husten ist immer noch ein bisschen da, aber ich versuche jetzt heute das erste Mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir haben jetzt Donnerstag. Morgen geht sie online. Ich muss jetzt aufnehmen. Und naja, was ist sonst passiert die letzten Tage? Ich habe tatsächlich ein Erstgespräch gehabt zu einem Coaching und ja, wir werden miteinander arbeiten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ein Coachingplatz ist wieder besetzt. Das ist sehr schön. Das freut mich immer und das tut mir auch sehr gut, weil ich mache das einfach so gerne. Das ist einfach so. Ich gucke hier schon an der Kamera vorbei, denn ich habe mir tatsächlich zur Vorbereitung für die nächste Podcast-Folge, die ich ja jetzt gleich aufnehmen werde, habe ich mir etwas angeguckt. Und zwar, ich nehme dich mal mit nach vorne, warte mal. So, und zwar siehst du hier einmal das hier. Ich werde gleich wieder zurückgehen, weil ich wegen Urheberrecht und so, das ist der Teaser. So, gehen wieder zurück. Das ist Still, Michael J. Fox Movie. Und genau darüber möchte ich gerne in der Podcast-Folge sprechen, denn diese Dokumentation über das Leben von Michael J. Fox ist Wahnsinn, hat mich wahnsinnig berührt und ich habe mir einfach mal 5 Punkte rausgeschrieben, die man von ihm lernen kann im Umgang mit einer sehr schlimmen Krankheit. Und habe mir das Ganze gestern nochmal angeguckt, ich habe es im Urlaub gesehen, habe dann entschieden, ich muss darüber eine Podcast-Folge machen. Habe mir gestern das Ganze jetzt hier nochmal angeguckt und habe mir Notizen gemacht und werde jetzt gleich die Podcast-Folge aufnehmen. Und ja, dann geht die morgen online. Heute wird die noch geschnitten. Dann möchte ich gerne heute auf jeden Fall noch irgendwas auf Social Media machen, denn auch da bin ich ruhiger geworden, Stimme schonen und so. Und dann habe ich gesehen, dass Instax tatsächlich heute ein neues Produkt herausgebracht hat oder angekündigt hat, eine Instax-Kamera. Und ich habe schon mitbekommen, Mein Zweitkanal, mein Bonuskanal hier, den findest du auch am Ende der Endcard, ist ja Lomtro auf YouTube. Und da geht es um analoge Fotografie und so. Und ich glaube, dass ich dazu auch ein Video machen möchte. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen erwartet wird. Da muss man immer recht schnell sein. Und deswegen werde ich wahrscheinlich heute noch das Video aufnehmen, schneiden, online stellen und gucken, dass ich so flüssig wie möglich rede, damit ich nicht so viel schneiden muss. Das wäre schön. Ich gehe jetzt mal in die Podcast-Folge rein und nehme die jetzt einfach mal auf. 1, 2, 3. Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. 5 Lektionen von Michael J. Fox über die Stärke in einer Krankheit. Bleibt mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Es wird super spannend. Bis gleich. So, die Podcast-Aufnahme ist fertig und hier ist die Dokumentation noch auf dem Bildschirm und vor mir auf dem iPad waren die ganzen Notizen und jetzt habe ich das Ganze hochgeladen, Text geschrieben, ich speichere das jetzt ab. Morgen früh geht sie online, das heißt, wenn du das jetzt hier siehst, gibt es die Podcast-Folge schon. Ich nenne sie tatsächlich 5 Lektionen von Michael J. Fox, Stärke in der Krankheit. Super inspirierend,
hör sie dir unbedingt an. Überall da, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcast, Deezer, wo immer du deinen Podcast gerne hörst. Hör sie dir an, lass dich inspirieren und danach willst du unbedingt die Dokumentation sehen. Glaube mir. So, ich mache das Ganze jetzt fertig, damit das morgen online geht und dann nehme ich heute noch tatsächlich ein Video auf, ja, für Lumtro. Ich freue mich auch ein bisschen drauf. So, ich muss ehrlich sagen, die letzten 4 Wochen habe ich tatsächlich nur mit einer Erkältung rumgeplagt. Ich habe die Stimme ein bisschen geschont die letzten Tage noch, damit ich meine Podcast-Folgen aufnehmen kann. Heute ist Samstag. Ich habe eigentlich Herbsturlaub. Ich habe mich aber jetzt dazu entschlossen, das passt irgendwie nicht so richtig mit Content für euch produzieren und raushauen. Und deswegen habe ich heute die Podcast-Folge geschnitten, denn ich durfte vor 2 Tagen eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge aufnehmen mit 2 ganz, ganz tollen Menschen. Und zwar, ich nehme dich mal mit auf den Rechner hier, dann zeige ich dir das. Da ist nämlich noch die Homepage offen, weil ich gerade alles geschnitten habe. Pass auf, hier gehen wir mal rüber. Da, das wollte ich dir zeigen hier. Das ist die Seite Bidelity. Ich durfte mit den beiden Menschen von Bidelity eine Podcast-Folge aufnehmen und wir haben darüber gesprochen, warum es besser ist, eine Po-Dusche zu benutzen, als das, was wir eigentlich so kennen, und zwar das Toilettenpapier. Dazu, nehme ich dich mal wieder mit nach vorne hier, dazu habe ich mir ein paar Zahlen rausgesucht, die ich recherchiert habe. Die fand ich so spannend, dass ich sie jetzt auch mit dir hier teilen möchte. Und zwar habe ich rausgesucht, wie viel wir eigentlich in einem Leben an Toilettenpapier verbrauchen, wenn wir keine Po-Dusche nehmen. Und zwar im Leben 3651 Rollen. Rollen. Das entspricht 15 Kilogramm pro Jahr und das entspricht wieder 46 Rollen pro Jahr. Eine Person. Das ist Wahnsinn, oder? Es ist absolut Wahnsinn. Und in der Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, dass du fast 80% einsparst, wenn du eine Po-Dusche nimmst. Du nimmst dann zwar vielleicht auch nochmal Toilettenpapier oder ein Baumwollhandtuch, aber du sparst erheblich an Papier ein. Und das ist schon schön. Und gleichzeitig hast du ein besseres Lebensgefühl. Das fand ich interessant. Es ist mal schön, solche Zahlen zu finden. Und ja, das Thema Po-Dusche wird dich in meinem nächsten Podcast auf jeden Fall begleiten. So, wir haben Ende September, das heißt, dieser Vlog endet jetzt hier. Er ist komplett anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Das, was auch spannend für mich ist, mal so zu sehen, wie so ein Monat eigentlich laufen kann. Du machst am Anfang eines Monats ganz viele Pläne und plötzlich wirst du krank, plötzlich kriegst du eine Erkältung, kannst Termine nicht mehr wahrnehmen, keine Ahnung. Das war ein bisschen, der September war ein bisschen schwierig und ging wahnsinnig schnell rum. Aber damit du das Ganze jetzt hier auch genießen kannst, werde ich das Ganze jetzt hier beenden an der Stelle und werde das schneiden und dann hochladen. Ich hoffe, du kannst dir immer ein bisschen was daraus ziehen. Ich gebe dir so ein bisschen Einblicke dahinter. Vieles ist natürlich hier vom Schreibtisch, aber ich versuche das so ein bisschen, ja, so ein bisschen für dich attraktiv zu halten, sodass du auch ein bisschen so behind the scenes hinter dem Podcast, hinter dem Coaching hast. Und ja, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir das gefällt. So, ich wünsche dir was, bis wir uns wiedersehen. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus, mach's gut. Tschüss, dein Kai.